Herzlich willkommen zu 9+2-Folge und zwar auf Manta Maria. Wie heißt die Map? Ich weiß es nicht. Ich glaube doch. Man hasst Map auf jeden Fall. Oh, wir haben zwei Sniper im Team und holy shit. Irgendwie ist das auch bei mir laut. Komisch, wenn ich ihn dreimal so lauter wie sonst auch. Für euch soll es aber trotzdem keine Veränderung gewesen sein. Ich spiele heute die Sprengler Fresco. Eine Waffe, die ich doch eigentlich cool finde. Oh, ich dachte irgendwie, dass jemand mit der Sphäre runterkommt. Keine Ahnung wieso. Ja, eigentlich eine ganz coole Waffe. Tötet sehr, sehr schnell in der Nähe. Was relativ cool ist auch. Ich bin aber nicht wirklich gut mit den Sprenglern generell. Also, ich, ja, weiß nicht. Man muss halt unglaublich nah an die Gegner ran, ist halt so das Problem. Aber wie ich gerade sehe, kann man eigentlich sogar relativ gut mit den Einfamilianten nur Feuerrad haben. Okay, dann wollen wir dich doch mal töten. Perfekt. Warte, haben die gerade drei Hits ernsthaft nur gebraucht? Holy shit. Oh, drei oder vier Hits, holy shit. Also es geht auf jeden Fall, man kann mit der Waffe sehr schnell töten, sagen wir es mal so. So, okay, guten Tag. Wenn ich dich hab, dann soll ich dich auf jeden Fall ziemlich schnell töten können. Komm, 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 komm. Okay. Doch, ist prinzipiell echt eine coole Waffe. Man kann mit ihr halt ziemlich, also ziemlich schnell einfärben zumindest. Auch natürlich jetzt nicht über eine hohe Range, ist ja klar. Sind ja, also ist ja eine Nahkampfwaffe. Schrecklich sind ja Nahkampfwaffen, sind ja zwei Waffen gleichzeitig so gesehen. Auf jeden Fall, ja, kann man wie gesagt zumindest in der Nähe schnell einfärben. Und die Waffe macht halt unglaublich viel Schaden, was natürlich übertrieben geil ist. Hallo? Ja, genau, wenn man halt Leute schnell töten will, was wirklich unglaublich schnell mit der Waffe geht. Okay, guten Tag. Hallo? Hallo, 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 hallo? Okay, gut, dich habe ich auch. Ja, also ihr seht, das ist unglaublich schnell. Um nicht zu sagen, lächerlich schnell, wie man mit der Waffe töten kann. Guten Tag. By the way, heißt die Waffe Sprengler Fresco? Doch, müsste die Fresco-Version sein. Okay, ich habe am meisten eingefärbt und die meisten Kills. Sachen gibt's, wow, es geht nicht mal 5 Kills. Einer von denen hat Kills gemacht. Drei Leute haben nichts gemacht, aber hatten keinen Disconnect, wow. Wow, ich muss auch erstmal schaffen. Juhu, schon wieder Manta Maria mehr. Manta Maria jetzt hat. Wow, wirklich. Also, ich kann mir nichts Geileres vorstellen als zwei miteinander Manta Maria. Ich meine, zumindest ist mit der Waffe ganz cool, weil ich kann ziemlich schnell gerade töten und auch schnell zumindest einfärben. Oh, und der hat gut gesniped. Wieso springt er so viel rum? Übrigens, der Sepiator Alpha ist auch eine Waffe, die ich mal wieder spielen wollte. Oder generell halt Sepiatoren. Wer weiß, eventuell nächstes Video. Guten Tag, das war unglaublich dumm von mir. Oh, Raphael, das ist sogar. Unverschämtheit. Oh, jetzt habe ich ein Ziel vor Augen. Jetzt muss ich besser als Raphael zu sein, was ein bisschen schwierig werden sollte, wenn ich jetzt. Ah, ja, wenn ich aufgedeckt bin, bisher nicht so viel eingefärbt habe, nicht so viel Kills habe. Gut, okay, aber das wird eh nichts. Außerdem habt ihr einen guten Sniper, wie es scheint. Ah, was nicht so das Geilste ist. Da, hallo? Oh. Ganz kurz, wieso konnte ich mich gerade nicht rollen? Ich weiß es nicht. Ich wollte mich eigentlich hinter die Säule rollen, aber irgendwie, keine Ahnung. Okay, nach der Hälfte der Zeit 300 einzufärben, wenn ich davor 1000, also fast 1200 hatte, ist irgendwo ein bisschen lächerlich, aber gut. Komm, kann ich dich töten? Ja, dich kann ich töten. Kann ich dich dann töten? Ja, vielleicht. Kann ich dich dann töten? Nee, weil du abhaust. Guten Tag. Komm. Was auch immer. Da, wahrscheinlich. Ich dachte, ich muss nicht rollen, weil ich ihn schnell genug töte, aber es hat scheinbar doch länger gedauert als gedacht. Gut, besser trafe ich mich auf gar keinen Fall jetzt. Was bringt es dir, wenn du dann einfach keine Deckung hast hinten? Ne, ich meine, so wie der gespielt hat, er halt keine Deckung konnte, deshalb easy getötet werden. Guten Tag, hallo? Please. Gut, ich kann dich vielleicht noch töten. Jo. Ja gut. Ich meine, wir haben es gewonnen. Doch, die Waffe macht schon Spaß, also ist jetzt, keine Ahnung, ich spiele mal sehr mit einer bisschen höheren Range. Bis auf den Klecksroller jetzt, aber naja. Ich habe gleich viel Kills wie Raphael und er hat logischerweise mehr eingefärbt. Gut, was mit dem Disperser, den er, glaube ich, gespielt hat, auch nicht wirklich schwierig ist. Aber ich habe auch relativ wenig eingefärbt, würde ich sagen. Wie viele Monate habe ich diese Map bitte nicht mehr gespielt? Die kam irgendwie nie dran. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich die gespielt habe, war irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, kann mich noch erinnern, dass es mal in einem Turnier war, aber also da habe ich sie nicht gespielt, habe ich sie halt, ja, so gesehen halt kommentiert und so. Aber das letzte Mal, dass ich die Map gespielt habe, war, glaube ich, auch irgendwo in privaten Matchen, was aber auch schon ewig dann her sein muss. Komm. Ah, schade. Hätte mir kein Dauert-Hit gegeben, da dann hätte ich ihn bekommen. Oh, da hinten ist ein Sniper. Ah, was soll ich denn im, ja, direkten Duell gegen den Sniper tun? Also Fernkampf, ich meine, gut, jetzt hat, ja, hat mich auch der Blast angeschossen. Die Runde werde ich echt wenig Kills haben, weil ich mich die ganze Zeit eigentlich aufs Einfärben hauptsächlich fokussiere. Wodurch ich zumindest dann ein bisschen eingefärbt habe. Okay, jetzt bist du aber dran. Nope, da kommst du nicht mehr raus. Würde ich sagen. Hallo? Oh. Oh, wow, was ist dumm. Ich würde ich, wow, das war im Regen noch gestorben. Irgendwie habe ich gedacht, dass er runtergegangen ist. Ich meine, die Map ist zwar ganz cool, aber irgendwie nicht ganz so geil gegen Sniper jetzt. Oh, wow. Ich habe aber auch Pech. Ey, wirklich, die ganze Zeit haben die ihre dämlichen Ultis. Wirklich, ich bin irgendwie 500 Mal jetzt jemanden mit einer Ulti bekommen. Begegnet. Hilfe. Boah. Nee, also die Runde ist echt seltsam und macht irgendwie nicht ganz so viel Spaß. Das Problem ist, wenn halt jemand einen Splashdown macht und ich halt nicht wirklich richtig nah dran bin, dann kann ich die Person auch nicht töten, weil ich meine, ich kann ja versuchen, sie zu töten, während sie die Ulti halt macht. Aber das Problem ist, dass sobald sie ein bisschen weiter weg ist und ja, ich meine, ja, kann ich sie halt nicht töten, weil ich einfach nicht die Range dafür habe. Und sie kann mich halt trotzdem töten, so, was soll ich dann tun? Also ich meine jetzt so weit weg, dass ich jetzt nicht mehr wirklich was machen kann.
Dass ich halt selbst beim Wegrollen sterbe, aber gut. Hey, schon wieder der Flunder-Funpark. Okay, ich weiß nicht, ich denke, die Waffe ist auch nicht so am besten geeignet für die Map, weil, ja, also das ist wirklich. Man hat ja eigentlich ziemlich viele Stellen, wo man Nachteile hat, wenn man eine kurze Range hat, würde ich sagen. Also hier im offenen Kampf hat man natürlich übelst übertriebene Nachteile, wenn man halt gegen jemanden spielt, der von einer ein bisschen höhere Range hat. Und generell auch sonst so ist es ja oft so, dass man hier irgendwie hochschießen muss, was natürlich absolut nicht geht. Also wenn man jemanden angreifen muss, der halt über einem ist. Komm, 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 ich weiß, dass du da bist. Oh, wow. Der hat sich aber echt auf so einem Minifleck versteckt. Ungünstig. Ja, ich denke, das Video wird ziemlich kurz werden, weil ich jetzt die ganze Zeit hier eigentlich einfärben muss, weil irgendwie meine Teammates nie einfärben. Und das ist jetzt nicht so spannend, als dass ihr es irgendwie hier drin lassen müsst. Aber prinzipiell gefällt mir die Waffe auf jeden Fall. Ist halt nicht so geil, wenn die Mates nicht mal ansatzweise irgendwie einfärben. Ja, wenn ich dich richtig erwische, dann bekomme ich die perfekt. Aber der hätte aber auch, also der war über mir, das heißt, er hätte eigentlich bessere Chancen gehabt. Komm. Oh, wow. Wow. Trotzdem Schild habe ich es nicht hinbekommen. Gut, aber das Perser, da ist der Schild ja auch instant weg. Leute, was macht ihr denn? Ich bin der Einzige, der einfärbt. Ich meine, im Spiel geht es eigentlich darum zu gewinnen, aber irgendwie. Und ich begegne auch fast nie irgendjemandem Hilfe. Oh, wow. Oh, wow. Ah, shit. Ich konnte nicht mehr rollen. Ich meine, wenigstens gibt es diesmal keinen Sniper. Komm, jetzt hat er aber. Ich glaube, ich wäre echt der Einzige in meinem Team, der jetzt irgendwie eingefärbt hat. Perfekt. Ah, schade. Mehr oder weniger perfekt. Okay, 42, 35. Cool. Und ich habe mit Abstand am meisten eingefärbt. Holy shit. Also zumindest. Ja, yeah, okay, was heißt. Nee, nicht wirklich, aber ich habe schon relativ viel eingefärbt und also wir hatten welche im Team, die absolut wenig eingefärbt haben, zu denen zumindest. Ich meine, der zweite, der wir jetzt bei uns im Team, hatte auch relativ viel eingefärbt, aber gut. Gut, prinzipiell finde ich die Waffe ganz cool, auch wenn das Video jetzt vermutlich wieder nur so 6-Minuten-Video wird, mal schauen. Weil irgendwie ich sehr viel einfärben musste, was ich halt einfach rausgeschnitten habe, logischerweise. Ja, aber schönen Tag, macht's gut, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Stream und ja, ciao, ciao.